Im September soll Lukas in die Kinderkrippe kommen. Heute ist er das erste Mal hier, um die Krippe kennenzulernen. Darum ist seine Mutter Christina auch noch dabei, um Sicherheit zu geben. Denn der Übergang vom Elternhaus in die Krippe oder den Kindergarten ist ein großer Schritt. Wenn es im September losgeht, wird Lukas Mama am Anfang noch dabei sein, sich dann aber Stück für Stück zurückziehen. Genauso wie sie es schon bei ihrem ersten Sohn Matthias vor 2 Jahren gemacht hat. Dass es für Matthias einfach langsam geht, weil Matthias ein sehr vorsichtiges Kind war und der einfach die Zeit braucht hat. Der hat immer Zeit gebraucht, bis er irgendwo ankam und bis ich dann noch gehen durfte. Das war mir wichtig, dass wir das einfach nicht zu schnell machen, weil ich glaube, da hätten wir mehr kaputt gemacht als gut gemacht bei ihm. Ich glaube, dass es beim Lukas einfacher wird, weil der schnell irgendwo sich wohlfühlt. Der ist nicht so vorsichtig. Der fühlt sich bei anderen Kindern relativ schnell sehr wohl. Deswegen glaube ich auch, dass es schneller gehen wird. In den Clara-Fei-Tagesstätten in Schongau wird großer Wert darauf gelegt, dass Eltern und Erzieher in stetem Austausch miteinander stehen. So kann ganz individuell geklärt werden, ob die Bezugsperson noch beim Kind bleibt oder ob es schon gut wäre, sich weiter zurückzuziehen. Denn jedes Kind hat da ganz individuelle Ansprüche. Eltern können die Eingewöhnung schon vor dem Krippenstart erleichtern. Also in der Krippe und im Kindergarten gibt es spezielle Tagesabläufe. Die werden den Eltern zum Beispiel vorher mitgegeben. Und dann können sie mit ihren Kindern schon mal zum Beispiel den Ablauf in der Krippe üben. Also dass es morgens um 9:30 dann Brotzeit gibt, dass man um 9 einen Kreis macht, dass man ab 12:30 ungefähr beim Schlafen ist. Und wenn man da schon den Tagesablauf zu Hause auch ein bisschen so übt und sich an den hält, dann hat das Kind so eine Fortsetzung und muss sich gar nicht mehr groß umstellen und auch die Eltern haben es dann deutlich leichter. In der Regel dauert die Eingewöhnung in die Krippe rund 4 Wochen. Im Kindergarten fällt diese Zeit kürzer aus. Dort wird mit etwa 1 Woche gerechnet. Damit die Eingewöhnung gut gelingt, sollten die Eltern aber auch die richtige Grundhaltung an den Tag legen. Und was ganz wichtig ist, dass die Eltern der Einrichtung gegenüber positiv gestimmt sind. Also, dass die auch sagen können, okay, ich gebe mein Kind jetzt da gerne hin und ich weiß, mein Kind ist da gut aufgehoben, es bekommt da entsprechende Förderung, es hat da Spaß am Spielen und Lernen und ich kann einfach guten Gewissens gehen. Weil wir machen die Erfahrung, die Kinder haben sehr feine Antennen. Und die merken ganz genau, wenn Mama oder Papa nicht so überzeugt sind. Christina Kneißl hat sich mit Matthias an diese Tipps gehalten. Daher war die Eingewöhnungszeit dann doch schneller vorbei als gedacht. Das war sehr erstaunlich, weil ich bin rausgeguckt und habe eigentlich erwartet, dass ich dann relativ bald wieder komme. Und 11:45 haben sie dann gesagt, ich kann jetzt wieder kommen, weil wir können heimfahren. Genau, also da saß ich den ganzen Vormittag draußen und habe gelesen. Der hat mich überhaupt nicht mehr gebraucht. Und genau so soll es im Endeffekt ja auch laufen, beim Start in die Kinderkrippe.